So, da sind wir wieder mit einem unserer Mittelstandsinterviews. Hans-Peter Nebel ist mein Name vom BVMW Mittelstandsverband. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar Antje Runge, die Bürgermeisterkandidatin der SPD in Oberursel. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ja, schön, dass ich hier dabei sein. Ja, liebe Frau Runge, danke schön, dass wir miteinander sprechen können. Wir haben ja alle Kandidatinnen und Kandidaten einmal angesprochen, ob wir sie mal näher kennenlernen können. Im Rahmen eines Videointerviews, das ist ja immer spannend in solchen Zeiten, dass man einfach die Kandidaten und ihre Politik etwas näher kennenlernen darf. Danke, dass wir heute auch zusammenkommen dürfen. Ja, ich bedanke mich auch, weil gerade in Zeiten von Corona, man kann nicht auf die Straße gehen, man hat nicht den direkten Kontakt, den Resonanzboden, finde ich diese Formate umso wichtiger. Wunderbar, herzlichen Dank. Wir fangen immer gerne mit dem Menschen, mit der Person an. Uns würde mal interessieren, Frau Runge, warum sind Sie in die Politik gegangen, warum kandidieren Sie? Ja, Oberursel ist meine Heimat, mein Zuhause seit 30 Jahren. Und nur hier zu wohnen reicht mir nicht. Ich möchte Oberursel gestalten. Ich möchte gestalten sowohl die Innenstadt, das Zentrum, als auch die Ortsteile. Und ganz konkret, ich war schon als junger Mensch politisch aktiv. Dann habe ich mich in anderer Form beteiligt und bin eigentlich vor 4 Jahren wieder politisch aktiv geworden. Damals war der Anlass einerseits ein gesellschaftlicher, politischer Rechtsruck. Dinge wurden gesagt, die vorher als unzulässig gegolten hätten, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich demokratisch einsetzen, ich muss mich dem entgegenstellen. Der zweite Punkt war in Oberursel auch eine Schieflage, die sich immer mehr entwickelt. Der Wohnungsmarkt ist so, dass es nicht mehr eine Stadt für alle Menschen ist momentan und das verstärkt sich. Und das dritte war eigentlich Oberursel im Dialog, was ja hier von der Wirtschaftsförderung angestoßen war. Und genau hier bin ich konkret eigentlich eingestiegen mit einem Beteiligungsformat, bin über die Wirtschaftsförderung wieder enger in Verbindung an die Stadtverwaltung gekommen und dachte, ja, hier möchte ich weiter ansetzen. Sehr schön, wunderbar, vielen Dank. Was haben Sie eigentlich vorgemacht? Was machen Sie eigentlich beruflich? Also ich bin seit mehr als 20 Jahren bei der Stadtverwaltung in Frankfurt als Führungskraft tätig. Ich habe ursprünglich BWL studiert, bin also Diplomkauffrau. Und bei der Stadt Frankfurt habe ich dann auch nochmal ein Führungskräfteprogramm im Bereich Personal und Haushalt gemacht. Und meine Hauptschwerpunkte in den 20 Jahren waren Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Bildung. Also von daher passt es eigentlich genau zu dem Gespräch hier. Was sind Ihnen die drei wichtigsten Punkte im Rahmen Ihrer Kandidatur? Also, das sage ich nicht nur, weil wir gerade im Gespräch sind, das sehen Sie auch auf all meinen Websites und Publikationen. Tatsächlich ist Nummer eins die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist mir deshalb besonders wichtig, weil solide Finanzen und eine starke Wirtschaft brauchen wir für eine stabile Stadtgesellschaft. Wir können uns Kultur und Soziales nur leisten, wenn auch der Haushalt stabil aufgestellt ist. Denn das sind Bereiche, wo immer zuerst gekürzt wird. Und deshalb hängt es für mich ganz, ganz eng zusammen. Also wir brauchen einen stabilen Haushalt für eine klare, gerechte, soziale, stabile Stadtgesellschaft. Deshalb nenne ich zuerst den Haushalt. Die zweiten Themen, das habe ich eben schon gesagt, was auch ein Anstoß war, mich zu engagieren, ist eine Stadt für alle. Da stehe ich für eine Trendwende bei der Wohnpolitik und für Kita-Plätze, für Bildungsgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit. Und der dritte Punkt ist für mich Teilhabe. Teilhabe in Form von Bürgerbeteiligung. Ich möchte gemeinsam mit den Oberurselerinnen und Oberurselern unsere Stadt weitergestalten. Mhm. Frau Runge, was unterscheidet Sie von Ihren politischen Alternativen? Ja, dann nenne ich ganz klar den Gestaltungswillen. Bei mir werden Sie Worte wie bremsen, drosseln und so weiter nicht hören, weil ich bin davon überzeugt, es braucht eine Vision, es braucht einen Gestaltungswillen. Und wenn man nicht selber gestaltet, wird man gestaltet. Und Oberursel ist Teil einer Region. Wir können nicht eine Käseglocke drauf tun und uns nur selbst betrachten. Es geht darum, also auch der Druck auf Oberursel wird, ob wir das wollen oder nicht, bleiben, der Wohnungsdruck. Wir können auch nicht auf der einen Seite von dem Wirtschaftsstandort Frankfurt profitieren und uns gleicherzeit abschließen. Das gehört zusammen. Es geht nur darum, wie wir gestalten und für zum Beispiel beim Thema Wohnen, für wen wir bauen und wie wir bauen. Da habe ich auch ganz klare Vorstellungen, die für Oberursel entsprechen. Aber es ist ganz klar der Gestaltungswillen. Und was ich dafür mitbringe, ist vielleicht der zweite Unterschied. Ich habe zwar wie andere auch Verwaltungserfahrung, da gibt es noch Kandidaten, aber ich habe dazu einen frischen Blick. Ich komme nämlich aus einer anderen Verwaltung, aus einer größeren Verwaltung, würde deshalb sagen, frischer Blick mit Verwaltungserfahrung. Ich habe Mut, ökonomischen Sachverstand durch mein Studium
Und ganz klar für mich Kommunikationserfahrung, die ich für Beteiligungsformate sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Gibt es irgendwas, was es mit Ihnen nicht geben wird? Das habe ich eben schon gesagt, Bremsen wird es für mich nicht geben. Es ist eine Stadtentwicklung. Ich werde mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam unsere Stadt weiterentwickeln, dann Dinge aber auch nicht in Schubladen verschwinden lassen, sondern zuhören, anpacken und umsetzen. Das ist das, was ich tun möchte. Mhm. Woran werden die Menschen am Ende der Amtszeit spüren, dass sie mit Ihnen die richtige Wahl getroffen haben? Ja, das bezieht sich auch auf Dinge, die ich schon gesagt habe. Ich bin ein Mensch, der möchte Brücken bauen. Es geht mir um Bürgerbeteiligung und die Menschen stehen für mich im Mittelpunkt. Bei allen Themen, die mir wichtig sind, geht es immer um den Menschen. Und mein Motto ist, mit mir regiert das Wir. Und das ist ein Versprechen für die Zukunft. Okay. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen zum Thema Mittelstand und Wirtschaft sprechen. Was muss aus Ihrer Sicht dauerhaft getan werden, um die wirtschaftliche Entwicklung in Oberursel dauerhaft zu sichern? Ja, ich glaube, das ist gerade jetzt in Zeiten von, vor und während und wird auch nach Corona ein wichtiger Punkt sein. Das eine geht es, die Bestände zu sichern und dabei zu unterstützen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und die wenigen Flächen, die wir noch haben, gut und klug weiterzuentwickeln. Dazu gehört für mich einerseits ein Branchenmix und aber auch zu gucken, welche Infrastrukturen können wir gemeinsam nutzen, was braucht es alles dazu. Denn das schafft Arbeitsplätze und Einnahmen von Gewerbesteuer. Und das ist das, was wir dauerhaft sichern müssen. Mhm. Gibt es ein wesentliches Anliegen des Mittelstands, dem Sie sich als Bürgermeisterin widmen wollen? Also ich hatte ganz viele Gespräche, nicht nur mit Ihnen, sondern auch mit Mittelstandsunternehmen und weiß, dass ein Punkt eben auch die Flächen hier sind. Und deshalb ist meine Überlegung, einerseits einen Gewerbepark gerade für Mittelstand und Handwerk zu entwickeln, wo man gemeinsam nicht nur die Ideen, sondern auch Lagerflächen und Technik zum Beispiel teilen kann. Genauso eine interessante oder innovative Idee finde ich ein Gründerzentrum, wo es darum geht, auch innovative, neue, junge Unternehmen, Startups und andere einzubinden. Ein wichtiges Thema ist die Innenstadt für mich. Ich hatte in der Weihnachtszeit 100 Geschäfte in Oberursel besucht, ganz, ganz viele Gespräche. Und zur lebendigen Innenstadt gehört einerseits die Ästhetik, die gemeinsame Gestaltung. In Hanau gibt es eine Gestaltungsfibel, das finde ich sehr klug. Es geht natürlich auch um individuelle Unterstützungen, um Leerstandsnutzungen. Aber es geht für mich auch darum, dass man die Stadt als Ganzes betrachtet, vom Bahnhof bis zur Altstadt und damit auch die Geschäfte insgesamt miteinander verbindet und die Stadt gestaltet für eine höhere Aufenthaltsqualität, für einen starken Einzelhandel. Sprich mehr Grün, mehr Sitzmöglichkeiten, Spielmöglichkeiten für Kinder, eine gute Verkehrsführung. Das gehört für mich alles dazu, um den Einzelhandel zu stärken. Und eins meiner Lieblingsthemen ist ja auch eine Online-Plattform, einen Online-Marktplatz für Oberursel zu entwickeln, weil wir haben ja die städtische Plattform Heimvorteil, wo schon über 300 Geschäfte bis zu Vereinen aktiv sind. Und hier Qualität und Beratung zu nutzen und gleichzeitig einen Online-Shop mit Lieferservice aufzubauen, um gegen die Internetriesen mithalten zu können, das ist auch was, was den Mittelstand stärkt. Andere Themen sind die, die wir vorhin schon hatten, die auch gut für den Mittelstand sind, denke ich. Also wer hier arbeiten möchte, muss auch wohnen. Es geht um bezahlbaren Wohnraum. Man braucht verlässliche Kindergartenplätze, denn wenn man hier arbeitet, muss auch das Kind wohin gehen können. Und zwar beide Eltern, denn volkswirtschaftlich ist es unsinnig, auf ein Geschlecht als Arbeitskraft zu verzichten. Und hier fehlen 300 Kita-Plätze. Eltern informiert waren, wie soll das sehen als Arbeitskraft? Deshalb bin ich für Kita-Plätze für alle Kinder, für Betreuungssicherheit und weitere Punkte sind bestimmt eine Verwaltung, die schnell reagiert. Digitalisierung ist für Unternehmen genauso wie für private Menschen mittlerweile, aber auch für Unternehmen besonders wichtig. Mobilität stelle ich mir auch vor, Unternehmen weniger in der Innenstadt, damit meine ich nicht den Einzelhandel, sondern größere Unternehmen eher an der Stadtgrenze, was gut erreichbar ist durch den öffentlichen Personennahverkehr und durch Straßen zu erreichen. Das sind, glaube ich, alles Ziele. Und ganz wichtig ist dem Mittelstand in Oberursel natürlich auch das Thema Gewerbesteuer, ist mir durchaus bewusst. Aber ich muss auch ehrlich sagen, solange der Haushalt so ist, wie er ist in Oberursel und er ist defizitär und wird es nach Corona erst recht sein,
werden wir an der Gewerbesteuerschraube wahrscheinlich nicht drehen können. Ich möchte sie nicht verteuern, nicht erhöhen. Und langfristig muss das Ziel sein, sie zu senken. Das auf jeden Fall. Aber ich bin auch niemand, der irgendwas verspricht. Und ich glaube auch anderen nicht, die versprechen, ach, die machen wir sofort runter. Denn die Haushaltslage muss eben auch solide sein. Bei welcher Herzensangelegenheit wünschen Sie sich die Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft vor Ort? Also ich glaube, es gibt eine Sache, was Win-Win für beide wäre. Und zwar, das ist das Thema Ausbildung. Wenn man ich würde gerne ein Bildungsnetzwerk gründen, das gibt es noch nicht hier in Oberursel von der Stadt, wo sowohl ausbildende Betriebe als auch Schulen, als auch die Volkshochschule und andere Bildungsträger an einen Tisch kommen und überlegen, wie man gemeinsam ein Programm machen kann, was über Ausbildungstouren hinausgeht, um junge Menschen Berufe wirklich kennenlernen zu lassen, sie dafür zu interessieren. Da spielt auch die Integration eine wichtige Rolle. Ein zweites Thema sind die Einsatzkräfte von Feuerwehren, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass die Unternehmen hier auch bereit sind, Arbeitskräfte dafür freizustellen für Einsätze. Ich weiß, dass das natürlich schwierig ist, aber auf der anderen Seite, diese ehrenamtliche Arbeit ist ganz wichtig für uns. Und das dritte Thema ist, es gibt viel Unterstützung immer in Kultur und Sozialen im Sinne von Sponsoring oder auch mal Infrastruktur, Equipment so zur Verfügung zu stellen. Also wenn Unternehmen einfach eine hohe Identifikation mit uns, mit Oberursel verspüren, finde ich das sehr schön und dort gemeinsam Projekte entwickeln. Dankeschön. Lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss mal einen Blick in die Zukunft werfen. Nehmen wir mal an, Sie werden gewählt. Wie wird Ihr Alltag aussehen? Was werden Sie in den ersten 100 Tagen machen? Also ganz wichtig ist mir, ich kenne, wie gesagt, Verwaltung, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oberursel persönlich kennenzulernen und auch zu schauen, wo sind die Potenziale. Ich weiß, es gibt ein riesiges Engagement und dort zu gucken, wie können wir die Potenziale klug bündeln, wie können wir die Motivation da gut hinbekommen, wie können wir auch im Rathaus miteinander kommunizieren, vielleicht die Kommunikation noch stärken. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das zweite Thema wird, die ersten 100 Tage werden eben hoffentlich vielleicht schon nach Corona-Zeit sein, wenn wir jetzt impfen. Aber zumindest werden wir von Corona betroffen sein. Deshalb sind die ersten Punkte, die ich angehe, Haushalt, Einzelhandel, Wirtschaft und aber auch das Miteinander in Oberursel. Denn es entsteht auch viel Gutes momentan, viel Ehrenamt, Engagement, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und das weiterzuführen, finde ich, ist auch wichtig, gerade für die Zukunft, wo jetzt viele Menschen doch auf sich alleine gestellt sind. Ja. So als letzte Frage, worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrem zukünftigen Amt, wenn Sie gewählt werden? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich stehen die Menschen im Mittelpunkt und so betrachte ich auch das Rathaus. Das Rathaus ist keine Agentur von denen da oben, für die da unten. Ein Rathaus ist eine Agentur für Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb freue ich mich auf die Impulse von den Menschen, auf das gemeinsame Anstoßen für Dinge, auf das Umsetzen, auf eine Vision von Oberursel, auf einen Stadtentwicklungsplan, den wir gemeinsam entwickeln und angehen. Und deshalb freue ich mich vor allem auf die Menschen, auf eine Stadt, die wir weiterhin stark aufstellen, sozial gerecht und nachhaltig. Dankeschön. Am 14.03. sind Bürgermeisterwahlen auch in Oberursel. Das war Antje Runge, die Bürgermeisterkandidatin der SPD in Oberursel. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten. Weiterhin viel Freude und Kraft bei Ihrem Wahlkampf. Ja, vielen Dank und bis bald. Alles Gute.